Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe mir ein Studio eingerichtet. Ihr seht es. Wunderschönes Licht, wunderschöne Kamera, wunderschöner Ton. Und der wunderschöne Leo ist mit dabei. Leo, wie geht's dir? Mir geht's richtig gut. Unverschämt für 8 Tage vor der Show. Wow. Ich hab letzte Woche sogar PR gemacht. 150er Incline gedrückt. Leider Gottes hat der Typ sofort seine Finger an meinem Unterarm gehabt. Er ist nicht so der göttliche Spotter. Da könnte man dann denken, dass ich das nicht selber gemacht habe. Aber der hat mich eher nur genervt. So die letzte Rap war dann, hat er geholfen, aber. Ja, habe ich vorher noch nie gemacht. 150, wie viel ist denn das in Kilo? Also 110 sind 50. Ja. Keine Ahnung, 65 oder so, 66. Ja, 67er so rum. Not Ja, bad. aber jetzt nicht irgendwie 100 Mal, aber so ein paar Reps habe ich geschafft. Ne? Ja, vor allem kurz vor Wettkampf ist das schon stark. Was Ja, für ein ja. Wettkampf steht bei dir an? Ich habe aber, da, ja, darüber können wir reden. Was für ein Wettkampf steht bei dir an? Ja, gibt ja nur eine Möglichkeit, ne? Olympia-Qualifier. Aber das Coole ist, der ist direkt um die Ecke in Anaheim. Okay. Und also Anaheim, da ist Disney. Oh Gott. Also es gibt Disney World und das andere heißt Disney. Wie ist das andere? Disneyland Auf gibt es jeden Fall. noch. Genau. Es ist, glaube ich, Disney World und nicht Disneyland oder Also ich andersrum. weiß nicht, ob es ein Disneyland irgendwo in den Staaten gibt, aber in Paris ist es Disneyland. Okay, ja. Genau, das ist quasi direkt gegenüber. Und das sind so 40 Minuten Fahrt von hier, das ist ganz cool. Und das ist in Richtung San Diego und dann fahren wir auch direkt dann nach San Diego weiter und Sonntag und Montag dann in Stearns Gym trainieren. Das ist so geil, das Gym. Da müsst ihr echt, also guckt mein YouTube-Video an im Stearns Gym. Wer Oldschool Bodybuilding mag. Und die haben sogar ein paar neue Maschinen auch. Die haben einfach nur geiles Zeug. Nur. Also so ein geiles Gym. Und es ist so Oldschool. Das wurde 1946 gegründet. Und das sieht immer noch genauso aus, glaube ich. Feierst du so dieses komplett alte Design von Gyms? Auch die komplett alten Maschinen? Mega. Also wenn die sind jetzt wie in Texas bei Ronnie Coleman, dass sie halt lebensgefährlich sind. Also sie müssen schon ein Schuss sein. Ja, finde ich auch. Ne? Also einfach nur, also alt und im Arsch bringt mir auch nichts. Ne? Da habe ich lieber neu und nicht im Arsch. Also bei uns sind meistens so die Leute, die sagen, ja, voll das geile Oldschool-Gym, dann ist alles von Gym 80 und ich muss sagen, mir gefallen die Gym 80-Geräte nicht so. Und dann sage ich eher so, ach, Diggi, lass mal gut sein, ich gehe lieber ins Clever Fit oder ins Fit One oder sonstiges, wenn ich irgendwo unterwegs bin, weil da sind meistens Geräte, die kenne ich. Hammer Strength sind eigentlich immer Top-Geräte, gerade für Brustdrücken finde ich die alle ganz gut. Aber so jetzt dieses komplett Oldschool-Gym ist halt in Deutschland meistens alte Gym 80-Geräte. Okay, alte Gym 80 Geräte, aber die alten Gym 80 Geräte sind nicht schlecht. Die Ja, neuen Gym 80 Geräte finde ich die sehr sind schlecht. katastrophal. Die sind sowieso katastrophal. Und die einzigen, die gut sind, habe ich gehört, die haben wir nicht im Goals. Und zwar, wobei ein Gerät finde ich ganz gut, da muss man aber das einarmig machen und sich ein bisschen drehen. So ein Rudergerät, quasi Bent Over Rows, aber mit Pad. Ja, kenne ich, ja. Ja, und das ist gut, wenn man es halt richtig das Setup macht. Der Rest, den wir haben, Goldschirm, kannst du nicht gebrauchen. Und dann gibt es eine Pendulum Squat, die habe ich gehört, ist gut. Nee, die Die ist haben scheiße. wir aber nicht. Die ist Die ist auch tatsächlich. nicht gut, okay. Also es gibt, ich Und glaube, eine es gibt, Seithebenmaschine, die ist kann gut, sein, ne? ja. Die Haben wir auch Pendulum, nicht. da gibt es, glaube ich, jetzt inzwischen zwei Versionen. Eine mit verstellbarer, Entschuldigung, einer mit verstellbarer Plattform. Die ist wahrscheinlich besser, aber die andere ist so steil. Max hat an der jetzt letzte Beine trainiert im Goldstream in Berlin und hatte einfach nur Arschmuskelkater. Ja, ich stelle die von Arsenal Strength stelle ich immer auf minimale Steilheit, Ja. weil Arsch habe ich genug mit so langen Quads. Also alle Leute, die lange Oberschenkel haben, wenn ihr squattet oder so, macht euch einen Keil unter den Fuß, ne, oder verbessert eure Enkel. Fußgelenkmobilität. Ja. Ich habe es auf Deutsch gesagt. Ja, ich auf Englisch. Und
Ja, und ich habe aber ein bisschen gebraucht, um Gehirn umzuschalten. Und also es gibt ja viele Leute, die immer sagen, ja, Squats, heiliger Gral und so. Würde ich jedem empfehlen, das zu machen, aber dann auch vielleicht zu einem Zeitpunkt, wenn man eben lange Oberschenkel hat, wo man sich schon vorbelasten konnte und besser treffen konnte vorher und dann eben auch mit gewissem Setup, sodass man die auch trifft und nicht alles aus dem Hintern macht. Weil, also, wenn ich squatte, normal, muss ich auch noch relativ weit stehen. Ich kann auch eng stehen, dann habe ich aber das Problem, dann ist noch mehr Rücken. Also dann kann ich gar nicht schwer trainieren. Also ich brauche auf jeden Fall, ich stelle mich immer auf so Zehnerplatten. Wir haben ganz dünne Zehnerplatten, die gehen ganz gut. Die fühlen sich sogar besser an als diese Prime Wedges. Squat Wedges. Ja, Ja. ja. Also das sind Wedges, so eine Rampe Ja. für die Leute, die es nicht wissen. Und ja, das ist ganz geil. Habe auch keinen Arschkater, von daher Ja, ich klappt habe ganz gut. ich habe noch meine allerersten Kniebeugeschuhe, aber meine Füße sind ein bisschen gewachsen, seitdem ich ein bisschen schwerer bin, Wasser gezogen habe und einfach ja, älter geworden bin, ne? Alter, die haben mir letztens so meine Zehen zusammengedrückt, die waren richtig rot danach. Aber kann ich auch empfehlen, also Kniebeugeschuhe für Leute, die Bock drauf haben, gerade für freie Kniebeugen, super zu benutzen. Ja, krass. Du siehst brutal aus, muss ich sagen. Also du hast wirklich Progress gemacht die ganze Zeit. Ja, ich wiege auch 2,18, ne, heute Morgen. Das sind 9, 99. Und sonst hast du Nee, 90 Kilo auf. heute war 2,16, Ja. 98. Und letztes Jahr hatte ich am Tag vom Wettkampf morgens 2,01. Also 17 Pfund Ja, so, weniger. ich muss auch sagen, als Aber ich ich war ein bisschen trockener als jetzt. Also ich habe nur noch ein bisschen Wasser ja, raus, aber dann. drauf geschissen. Aber du hast, also, ich habe ja auch da den Ding Reel kommentiert, weil ich finde, du hast definitiv Progress gemacht und auch deine Beine sind nachgekommen. Aber ich finde, dein Oberkörper sieht echt nochmal viel massiver aus. Ist heftig. Aber ich fokussiere natürlich immer auf die Beine, aber Ja, safe. Safe, man safe, kann, safe. also irgendwo ist halt auch Genetik, ne? Also Natürlich. ich glaube, es gibt einige Leute, die haben viel bessere Beine als ich und die wollen aber alle nicht mit den Beinen trainieren. Ja. Also Safe. Ist ja, zum meistens Beispiel so. der Errol Moore, mit dem habe ich ja Rücken trainiert, der hat schon Angst vor dem Beintraining, hat er gesagt. Der ist Open Class und bläst alles auseinander. Aber wenn halt Göttergaben hast, dann hast du halt Göttergaben. Ne? Ist halt Definitiv, so. Ist ja ja. auch jetzt voll rassistisch, aber ich habe zum Beispiel noch nie einen Asiaten gesehen, der keine guten Beine hat. Nee, Mann. Die beugen ja Und auch alle wie Gewichtheber. ich habe noch nie einen Asiaten gesehen, nicht noch nie, aber die haben fast alle einen schlechten Rücken und richtig gute Beine. Das ist so lustig. Das Das gibt's doch sagt gar nicht, oder? jeder. Das sagt jeder, Mann. Das hat Max schon gesagt. Das haben die Leute bei Fuad schon gesagt. Ja, es ist aber so. Das stimmt. Bestes Beispiel auch Hidetada. Yamagishi, wie auch immer, hatte auch keinen Rücken. Magischi, ja. Ja. Aber Beine Ich habe haben jetzt die mal den wirklich. Olympia von 2009 wieder geguckt, wo Jay das Comeback gemacht hat. Und es war echt interessant, weil vom Judging her, wie die standen, hat niemand gedacht, dass Branch Warren Zweiter wird. Stand die ganze Zeit links außen. Und dann wird er Zweiter. War Krass. richtig, okay. Wer Aber wurde der sah schon Dritter? krass, aber da. Was? Echt? War der so weit vorne schon, so Oder war früh? der Vierter? Nee, Dexter ist Dritter geworden, weil der war im Vorjahr ja Gewinner. Und Phil Heath ist Vierter geworden. Und Oh, Phil Heath krass. war 2010 dann Zweiter und 11 erstmal gewonnen. Okay, krass. Das wusste ich nicht. Aber es ist krass, wenn man das in schlechter Resolution sieht, würde man das niemals Jay Cutler geben. Weil du in schlechter Resolution halt oft die ganzen Details und so alles nicht siehst. Und dann siehst du ja fast nur die Silhouette. Und dann gibst du es nicht Jay. Und da sieht man noch einen Unterschied zwischen, weißt du, hochauflösend da gewesen und auch nochmal, wenn man jetzt die Livestreams sieht, zum Beispiel vom Olympia, da sehen die schwarzen Athleten fast immer nicht gut aus, Ja. weil beim Livestream der Kontrast so hoch ist.
Ja. Also das muss man auch eigentlich wissen, weil sonst denkt man irgendwie, oh, also bei Terence Ruffin zum Beispiel denkst du Ja, so, darüber hatten wir es schon das ist mal. der Boxer. Terence Ruffin, der sieht immer aus, als hätte der keine Striations, nichts. Aber Ja, das aber liegt das ist einfach. einfach, ja. Bei Sean Clarida war das auch so. Ne? Ich gucke rechts auf den Bildschirm, das war 2020. Dann gucke ich links, denke so, oh. Das ist wirklich, wirklich anders. Auch wenn, selbst wenn du den Livestream in 4K hast, wenn das ist echt, also ist schon interessant. Um auch, wer gucken will, ich glaube, meine Show gibt es auch, müsste ein Livestream geben. Na, welche Show ist denn das jetzt? Wie heißt die? Ach so, heißt Southwest Classic. Southwest Classic. Ist Muss da man auch auf eine. musclecontest.com. Musclecontest.com. Sind da auch Open-Leute oder nur Classic? Nee, nur Classic. Ah. Und ist geil. Prejudging ist um 9 Uhr morgens. Cha-ching. Weil ich ja immer zulaufe. Über den Tag. Und Finals 4. Okay. Voll geil. Bin ich schön durch. Können wir schön entspannt nach San Diego fahren. Und ist kein. Es ist nicht irgendwie spät nachts und nervig. Ja. John Ray wird sagen: Jo, lass uns nebenan ein Steak essen, und dann lässt er wieder hunderte von Dollar da für ein Steak und lässt die Hälfte stehen. So geil. Ich esse dann immer die Hälfte von ihm, die er stehen lässt. Krass. Cool. Finde ich echt Letztes cool. Mal, das war das letzte Mal, als ich Butter gegessen habe. Nach dem Contest, da hat er so ein fettes, schönes Panini-Brot bekommen zu seinem Salat. Da habe ich die Hälfte des Brots mit so Butter weggegessen. Das war nice, Junge. So ein gutes Weißbrot mit Butter. Vor allem hier in den USA kriegst du ja kein ordentliches Brot. Also kriegst du schon, aber dann musst du auf so einen Markt gehen und schon richtig hinscheppern. Ne? Und das ist schon ganz geil. Da, wenn man da mal so ein europäisches Essen ist schon, ey, ich muss echt schleunigst zurück hier, wenn ich wieder reisen darf außerhalb der US. Da bin ich zack, bumm in Österreich, kannst du aber glauben. Ja, warum kannst du gerade nicht reisen? Das ist wegen Migration Stuff. Also ich brauche die Dokumente und die brauchen so lange. Und Okay. wenn ich dann, also mein Anwalt hat gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, naja, wenn ich jetzt reisen würde, theoretisch könnten die mich dann 10 Jahre nicht mehr reinlassen. Ah, okay. Ja, gut, nee, Wenn ich das wieder ist. rein will. Also was ich denke ist, wenn ich meine Dokumente alle mitnehme, die ich alle habe schon, und dann am Flughafen wäre und wieder rein wollte, würden die wahrscheinlich sagen, ja, ist schon okay. Aber will ich das riskieren? Nicht so wirklich. Nicht so wirklich, Und ja. ist ja auch nicht momentan so, dass man jetzt unbedingt in Europa sein muss. Vor allem Ja. nicht im Winter. Ne? Nee, da kann man Also. auch woanders hin. Wobei ich muss echt sagen, ey, meine Wohnung, die ist wirklich so behindert gedämmt. Also hier hat es im Sommer, also ich habe so Steinboden im Wohnzimmer und im Gang. Ich sag's dir, das ist einfach warm. Das ist wirklich richtig warm. Der Boden. Das ist nicht auszuhalten. Und im Winter ist es arschkalt. Also ich weiß nicht, wie der Typ das hier gebaut hat. Ich habe das Gefühl, das besteht nur aus Pappe. Also gedämmt ist hier nichts. Ich will, also am liebsten hätte ich gern so durchgängig 20 Grad. Bisschen Sonne ist okay, aber so dieses Hoodie-Wetter. Kurze Also Hose, Hoodie. wir werden ja auch richtig Probleme bekommen mit der Energieversorgung. Weil in LA zum Beispiel ab 2030 in Kalifornien dürfen die keine Nicht-Elektroautos mehr verkaufen. Ja? Also wir haben ja jetzt schon Probleme, aber die verlagern das, glaube ich, ein bisschen in den Süden von LA. Weil als ich da gewohnt habe, einmal im Monat war da so ein bisschen Stromausfall, so, ne? Oh, krass. Und jetzt hier gar nicht. Aber wenn es halt heiß ist und du eben nicht nahe am Meer wohnst, dann brauchst du schon eine Klimaanlage im Sommer, ne? Aber das Coole ist, wenn du eben am Meer wohnst, und ich bin ja also sehr nah am Meer, Ja. also da, wo ich wohne, könnte ich das ganze Jahr leben ohne Klimaanlage. Geht. Durch den Ne? Wind, Also meinst du? im Winter, im Jahr, im Winter brauchst du keine Heizung, kannst Pullover anziehen. Und im Sommer ist nicht zu heiß, wenn du das Fenster aufmachst, eine Tür Okay. geht ohne Klimaanlage. Das ist entspannt. Aber wenn du ein bisschen weiter weg wohnst, Downtown schon, dann ist richtig Schub. Also wenn da keine Klimaanlage, dann bist du richtig am Schwitzen, ne?
Ja, Ist ein ja. bisschen, also ja, in Ja. Deutschland will ich ja gar nicht von reden. Also Klimaanlage bei uns ist ja auch Heizung. Ne? Ist ja, also wir haben ja hier keine Heizkörper. Das alles macht alles die Ja. Klimaanlage. Ja. Ist ein bisschen Ja. anders hier. Ja, aber sollte ich mal irgendwann ein Haus bauen, werde ich auf jeden Fall das Ganze klimatisieren. Safe. Okay. Ja, aber da, ja. Warum ich dich jetzt was sagen wollte. Ja, kannst ruhig sagen. Ja, nee, erzähl du mir doch mal, wie es jetzt, wie der Rebound verläuft, wie viel du jetzt zugenommen hast, wie die Kraft, sich entwickelt, wie viel mehr du isst. Also, ganz, also ich kann ja ein bisschen anfangen. Finnland war samstags morgens. Da habe ich halt den zweiten gemacht gegen irgend so einen Typen halt. Der witzig, 2 Wochen vorher ist er noch zu Stefan Kienzle gewechselt. Ja. Also Stefan Kienzle hat wieder einen neuen Profi gemacht. Ist geil. Und dann habe ich da ganz normal ein bisschen gecheatet an dem Abend noch oder am selben Tag. Hey, ohne Witz, wir haben in Finnland den besten Burger der Welt gegessen. No joke. Das war so ein Familienrestaurant, da gab es eigentlich nur 3 Burger, Pommes und Getränke. Es gab nichts anderes. Oh, der Burger war so fucking gut. Ja, dann am nächsten Tag habe ich schon, also wir haben uns morgens habe ich 99,5 gewogen. Sonntag habe ich dann schon 105, 106 gewogen. Dann montags sind wir zurückgekommen. Ja. Aber das ist ja noch okay. 5 Kilo war ja noch okay. montags zurückgekommen, abends in der Nacht und Dienstag, keine Ahnung, habe ich schon 107 gewogen. Und da ging es mir richtig räudig. Also Dienstag, Mittwoch, da ging es mir einfach so scheiße. Und ich habe trainiert. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Wasserrebound hattest, dass du so richtig, wenn du die Übungen machst, du spürst diesen Widerstand vom Wasser in deiner Haut. Also es hat sich so ungeil angefühlt. Dann wurde ich krank. Und dann habe ich so ungefähr 1 Woche lang oder 2 Wochen lang eigentlich jeden Tag irgendwie zwischendurch mal so Brötchen gegessen mit was Belegten. Das war so eigentlich mein Hauptcheat. Ich habe immer Brötchen gegessen mit irgendwas drauf, weil ich hatte einfach Bock. Einfach dieses 24-7 Frühstücken theoretisch, ne? Und so ging mein Gewicht hoch jetzt auf 115. Also ich wiege eigentlich seit 4 Wochen konstant so über 100, also nee, jetzt wiege ich aktuell 112, aber ich war bei 115 und so hat sich das Gewicht die ganze Zeit eingependelt. Also zwischen 112, 115. Jetzt bin ich bei konstanten 112. Wir sind immer noch auf einer sehr, sehr geringen THT. Also ich schieße eigentlich nur so zweimal die Woche 50 Milligramm Test P tatsächlich, weil ich kein Test E da habe. Ja, ich habe kein Test E da. Also einfach nur so ein bisschen Testosteron. Wenn ich halt Lust drauf habe zu schießen, sage ich mal. Also wirklich, wirklich entspannt. Aber das Training, Digga, das läuft so krank. Also heute habe ich schon wieder ein PR gezogen. Es bockt, ich habe einen Pump und es ist wirklich geil. Max hat mir einen Ernährungsplan geschrieben praktisch für die ersten 2 Wochen. Aber der hat von vornherein gesagt, Digga, du wirst dich da eh nicht dran halten. Und so war es auch. Es ging irgendwie nicht. Es war auch meine erste richtige Prep. Also keine Ahnung. Vielleicht beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall besser. Und eigentlich habe ich die Disziplin, aber da war ich halt schon so, ja, keine Ahnung. Ich meine, es gibt keinen Grund, etwas nicht zu essen, weil du hast ja nichts mehr. Du hast kein Ziel. Also why not? Und jetzt sind wir so an Trainingstagen bei 4000 Kalorien, an Trainingsfallen bei 3,5. Und ich muss sagen, vom Hunger ist, also dieses Heißhunger ist komplett weg. Und ich habe gar keinen Bock mehr auf Süßes. Also ich esse Pre-Workout tatsächlich inzwischen auch noch Reis und Hähnchen statt Rice Meal mit Whey. Aktuell liegt mir einfach besser auch im Magen, muss ich wirklich sagen, aktuell. Ja, und jetzt noch so 2, 3 Wochen Recovery. Nächste Woche mache ich ein Blutbild. Und dann geht's in die Off-Season. Und dann schauen wir mal. Das ist so bisher, was abging. Such dir jetzt schon mal was im Kopf raus, was du für eine Show machen kannst nächstes Jahr. Ja, wird erst Das ist wird die Herbstsaison. Also ich ja, aber will. dann guck trotzdem schon, weil so vom Kopf ist es wichtig, ist es gut zu wissen. So, Ja. auch wenn es lange hin ist, für mich ist es immer gut, wenn ich weiß, dann mache ich eine Show. Okay. Das ist irgendwie, selbst wenn es ein Jahr ist, dann ist meine Prep halt ein Jahr.
ne, in anderen natürlich in gewissen Zyklen. Aber wenn ich weiß nicht, so eine Deadline trotzdem schon habe oder so ein Ziel, ist das irgendwie was anderes. Und wenn du das schon so ein bisschen visualisieren kannst, wenn du jetzt schon weißt, das ist XY Olympia in Spanien oder so, ne? Also für mir hilft das auf jeden Fall. Ich finde das ein Okay, richtig. ich gucke, also ich glaube, denkst du, es sind schon Shows für nächstes Jahr Herbst online? Ich glaube noch nicht, oder? Nein, aber die dieses Jahr im Herbst sind, werden nächstes Jahr wahrscheinlich auch im Herbst Ja, sein. ja, ja. Das werde ich dann auch definitiv dann machen. Arnold's UK. Keine Ja. Ahnung. Also wenn ich jetzt gucke so auf den Pro Qualifier, die jetzt die letzten paar Wochenende waren, waren schon ordentliche Brecher. Aber es ist Es ist so unterschiedlich. Ey, da gibt es Pro Qualifier, da kommt ja gar keiner. ja, wie bei Oder mir. halt so fünf Leute. Ja, und dann gibt es andere. Und dann regen sich immer auf über die amerikanischen Shows, wenn dann zwei Leute pro Klasse Profi werden, aber irgendwie zehnmal so viele Leute oder starten, die alle qualifiziert sind. Also ich meine, in Europa, da in Dänemark sind dann da fünf Leute, dann kriegt da einer eine Pro-Card. Also come on, ne? Ist jetzt, also Ja, also sehe ich jetzt nicht so den Unterschied. ich muss auch sagen, das Feeling da in Finnland, das war für mich kein Wettkampffeeling. Es war morgens direkt die Show um 10 Uhr. Das war für mich erstmal was ganz Neues, weil egal auf welchen Shows ich sonst bisher war, die waren immer, also die Bodybuilding-Klassen waren immer erst gegen Nachmittag. An sich war es ja gut für die Form, dass es direkt so morgens ist, aber das Feeling hat gefehlt. Es waren so wenig, Backstage war nichts los. Es waren sau wenige Zuschauer da. Also Portugal war so richtig, das war so, boah, Mr. Olympia Amateur, geil. Und da bei den Two Bros Pros, nee. Feeling war Die haben wahrscheinlich definitiv die nicht Chinesen da. gemacht. Nee, Alter, die haben allein, wir haben 500 € nur für Coach-Tickets gezahlt. Und wie Ist lange krass, war, aber wie, trotzdem, yeah. überleg dir mal, die müssen das ganze Ding mieten, da müssen da Leute arbeiten. Dann müssen die auch noch, Preisgelder gibt es ja nicht, ne? Aber also kann natürlich sein, dass die da geniale Umstände hatten und irgendwen kennt und das dann irgendwie billiger ist. Und Ja. dann am Ende kommen sie vielleicht so um die Ecke. Aber wenn da wirklich irgendwie, ich weiß nicht, in anderen Pro-Qualifiern vielleicht 300, 400 Athleten sind, also insgesamt, und die haben dann da irgendwie 60. Keine Ahnung. Oder die bringen jetzt auch nicht gerade die Besucher rein, die 60 Athleten. Nee. Ja, also. Und es ist jetzt auch nicht so ein Land, wo jetzt Bodybuilding-Enthusiasmus ist und einer da hingeht, der da Nee. nicht wen kennt. Nee, das stimmt. In anderen Ländern, da gehen die auch mal zum Bodybuilding-Wettkampf, ohne wen zu kennen. So, ne? Ja. Aber Aber Finnland ist ein geiles Land, muss ich wirklich sagen. Es erinnert mich stark an Deutschland. Es ist schön, die Leute sind nett, aber es ist teuer. Es ist wirklich teuer. Lebensmittel sind viel teurer. Ja, ja, und drei jetzt. Minuten. Ja, wir machen dann gleich eine neue Konversation auf. Nee, und Ziel sind ja jetzt, beziehungsweise Ziel wird es sein, in der offenen zu starten, deswegen auch ein Jahr Off-Season. Und da packen wir jetzt mal ordentlich drauf. Schön, sauber, schön, ohne Kamikaze. Ne? Und ich habe auf jeden Fall richtig Bock, Mann. Also ich habe richtig, richtig Bock, Gas zu geben. Ja. Was ist so? Habt ihr irgendeine Nummer angepeilt, so 105 Kilo trocken oder was? Oder? Ja, trocken 110. Wie? Warst du jetzt nicht irgendwie unter 100? Nee, ich war bei 100. Oder 101? Ja. Ja. Krass. Du bist ja auch nochmal ordentlich kleiner als ich. Ja, wir Ist ja, gucken. Also ja, mal wie groß bist gucken. du? 5? 1,74 wurde ich 5,3? dort gem ich 1,74 wurde ich Okay, dort so viel gemessen. kleiner bist du ja nicht. Ich bin 1,78. Ja. Eigentlich 1,77, aber ich krieg's hin. Ich lasse mich auch stretchen vor dem Wettkampf. Hängst du dich aus? Weil wenn, keine Ahnung, was der dann macht. Ja, ich probiere das da auf jeden Fall, aber Ja. Kumpel, der ist Kairo, der wird da schon irgendwas. Okay, mega. Also Ja. meistens bin ich auch nicht zu klein, aber einmal war ich zu klein. Das ist halt in der Classic echt ekelhaft. Ich verstehe das nicht, warum die nicht einfach einmal messen und dann ist gut. Ja, ist so einmal messen und dann schreibst du das in deine NPC-Card oder was auch immer und fertig. NPC Member Number.
Die können das ja auch einfach, können doch eine File machen auf ihrem blöden Computer von, weiß nicht, wer auch immer das organisiert, von Jim Mannion, keiner zu Hause, machen. Schreibt halt zu jemand, lädt einfach für die Größe dazu, fertig. Ja, Das ist verstehe so ich auch nicht. schwer. Dann schreibst du es auf den Ausweis drauf und fertig. Ich Ja. meine, guck mal, auf der Pro-Card, ich habe jetzt die vom letzten Jahr, da ist ja auch immer drauf gedruckt, die neueste Pro-Card habe ich immer zu Hause, weil die will ich nicht verlieren. Da ist ja immer drauf gedruckt der Name. Ne? Also der ist ja gedruckt, der Ja. Name. Da kann man doch einfach noch drei Ziffern dahinter drucken. Ne? Ja, Also ja, es ja. wäre ja noch nicht mal so, dass man das manuell draufschreiben müsste, weil sie Ne. drucken das ja eh schon drauf. Da kannst du auch noch die zwei Zahlen auch draufschreiben. Machst du hier Leo Meyerhofer 510 und fertig. Ist so. Das ist Warum denn? vor allem bei Profis würde es halt einfach Sinn machen, weil dann ist es einmal gemacht und fertig. Ja, ist also blöd, wenn du dann deine Klasse nicht kommst, weil du zwischen zwei Größen bist. Also Ja. ich war schon 5'9 and three quarters und ich war schon 5'10 and a half. Also das sind 2 Zentimeter Unterschied. Die sind mal besoffen, ey. Das kann also 2 Zentimeter. Ein bisschen viel, finde ich. Ich habe tatsächlich eine Frage, oder ich würde gerne mit dir über ein Thema sprechen. Und zwar sind ja, ich glaube, beim Classic Olympia dieses Jahr sind es extremst viele Teilnehmer. In der Open Class weiß ich nicht, wie viele, aber auch viele. Und die Frage ist, was hältst du davon, dass jetzt inzwischen so viele Leute beim Olympia stehen können? Und was könnte man vielleicht machen, um das Ganze so ein bisschen, also die Teilnehmeranzahl, ein bisschen zu reduzieren? Ich glaube, beim offenen sind es bis jetzt schon 26. Es sind noch ein paar Shows. Bei Echt jetzt? Classic, ja, Krass. bei Classic sind es auch schon, glaube ich. Ich glaube, es werden am Ende so um die 40 sein. Es sei denn, einer sagt jetzt, ich gewinne jede Show. Dann kommt ja keiner Ja. mehr rein. ja, schwierig. Weil ich meine, man kann die Anzahl der Shows reduzieren, aber da hat ja eigentlich auch keiner Lust drauf. Ja. Weil die Promoter wollen ja auch ihre Shows machen. Und sonst müsste man ja irgendwie das Regelwerk machen, dass bei manchen Shows, die kannst du gewinnen, aber dich nicht qualifizieren. Aber dann geht da keiner hin. Ja, ist so. Also, das ist schwierig zu handeln. Man könnte natürlich sagen, Punktequalifikation wird abgeschafft. Was jetzt oft diskutiert wurde was der Bob Chicorillo gesagt hat. Der hat das dann immer mit den Nationals verglichen, total dumm eigentlich. Da kommen Leute aus der Ukraine angeflogen. Das ist nicht so, als fliegen die irgendwie von New York nach Tampa. Ja. Und ja, der meint dann so eine Vorselektionsrunde, quasi irgendwie so ein paar Quarter Turns, und schmeißen die schon die Hälfte raus. Und dann am Finaltag sind dann nur noch 10 Leute da, die dann auch ihre Routinen machen. Kann man natürlich so machen. Aber also, wenn man sich für ein Olympia qualifiziert, dann ist man auf jeden Fall nicht schlecht. Und dann finde ich, hat man das auch verdient, da wenigstens irgendwie ein bisschen verglichen zu werden. Ja, wenigstens so die Standard-Callouts am Anfang. Also ich würde tatsächlich sagen, dass ich einfach über das Jahr hinweg, keine Ahnung, sagen wir mal, du hast ja, ich glaube, Top 1 bis 4 oder bis 5 qualifiziert sich für ein Olympia immer, ne, fürs nächste Jahr. Und dann würde ich noch so 15 Shows machen und fertig. Und da auf diesen 15 Shows, also das sind Olympia-Qualifier. Mehr würde ich nicht machen. Und da würde ich dann Ja, aber so. dann musst du Dann würde. irgendwelchen Leuten sagen, ihr müsst eure Show jetzt, dürft ihr nicht mehr machen. Die Ach leben so. davon, Alter. Stimmt. Scheiße. So weit habe ich nicht Die gedacht. fetzen sich dann ja. Ja. Ja, ich würde dann nämlich, weil ich hätte gesagt, so ein paar in Amerika, paar in Südamerika, Europa, Asien, ich weiß nicht, Afrika gibt es, glaube ich, ein bisschen was. Was sie machen könnten, was ein Umweg ist, aber natürlich asozial wäre, aber auf der anderen Seite dann wieder gut für die Athleten, die sagen, wir sanktionieren die Klassen mehr. Also ihr müsst an die IFBB mehr bezahlen, ne, um eine Division überhaupt hosten zu können.
Und dann werden die sich eher überlegen, ob sie dann eben die Klasse anbieten. Und dann würden, oder man sagt, eine Pro-Show, die nicht die Arnolds ist, zum Beispiel, kann höchstens drei verschiedene Pro-Klassen haben. Dann bleibt die Show erhalten, auch Ja. als Pro-Show, aber dann eben nur drei Klassen. Und dann müsste man die Klassen verteilen auf die Shows und die können sich dann ein bisschen drum kloppen oder vielleicht sogar Geld bieten. Und dann kann man natürlich auch von dem Geld, was die dann bieten, kann die IFBB natürlich so cool drauf sein, dass sie sagen, wir sanktionieren die Shows aber trotzdem nur so und so viel und alles, was dann drüber geboten wird, geht an Preisgeld raus. Eigentlich, das ist mir gerade eingefallen und ich muss sagen, das ist eigentlich ziemlich genial. Eigentlich schon. Aber ja, das wäre jetzt das Einzige, was mir so einfallen könnte, sodass die Leute ihre Shows behalten insgesamt, weil das meiste wird immer noch durch Amateure gemacht. Ne? Ja, safe. Und dann ist es halt. Profis müssen doch gar keine Startgebühr zahlen. Nein, aber Nur die Pro. die Promoter müssen halt Ja. pro Klasse, pro Profi-Division irgendwie, ich glaube, es kommt auch auf die Division an. Ich glaube, bei Classic ist es 8.000 Dollar, Es ist auf jeden Fall müssen die teuer. pro. Ja, aber die suchen dann natürlich meistens Sponsoren dafür, die das übernehmen. Und deswegen hast du ja die Sponsoren dann im Hintergrund, die keiner sehen will. Ja. Wir wollen ja alle einen schwarzen Hintergrund. Wobei man kann ja auch die Sponsoren über den schwarzen Hintergrund hängen. Also, okay. Ja, deswegen, das wäre vielleicht eine Option. Natürlich ärgern sich dann die großen Pro-Shows mehr. Aber ja, aber die können dann trotzdem noch überleben und du nimmst denen nichts weg. Und Ich meine, kann ja auch noch versuchen, andere Wege zu finden, Geld ja, zu machen. die Arnold's Classic jetzt zum Beispiel, die hat ja zwei Zwölfer, findet nicht mehr statt. Fitness oder Figure, irgendeine Klasse ist auch noch mal raus. Figure und Women's Bodybuilding. Ja, also ist auch Und krass. Physik. Women's Physik. Echt Women's jetzt? Physik auch. Ich glaube, die haben nur noch Fitness, nur noch Bikini und Wellness. Krass. Ich könnte mir vorstellen, dass das Arnolds Idee selber war. Weil Ja. ich mir vorstellen kann, dass der Arnold das nicht gut findet, wenn da die Frauen, die da wettkämpfen, auf ja, Männerhormonen rumtanzen. Also also im Frauenbodybuilding, da nehmen die auch Tren. Und Testo, auch wenn es dumm ist, machen sie. Oder Ment. Also die Frauen, die schrecken von nichts zurück. Die sind da Ich finde auch, bei also dir, also Frauen sind eh so, Partner. wenn die einmal on waren, die können ohne nicht mehr, habe ich das Gefühl. Also das, was ich jetzt so Ja, also erfahren habe, also ich ja. habe auch ein paar Athletinnen oder auch so ein bisschen mitbekommen, also die Frauen sind da schon eher so, ja, ich will wieder ballern, direkt. Weil ohne geht nicht, ohne kann ich nicht mehr trainieren. Natürlich bitter. Ja. Also mir geht's, Also, mir, also ich muss echt sagen, ne, auf der THT hier, mir geht's besser als je zuvor. müssen die Frauen halt Testosteron und Kaderin nehmen. Das geht. Ja. Das kann man machen. Testosteron Zum ist, Bridgen. ja, das ist ein Scam. Für Frauen vielleicht besser als nichts, ne? Da würde ich lieber zum Bau Plus von Big Zone greifen und du hast, mach mal ein bisschen Werbung hier. Für Frauen? Nö, für Big Zone. Du hast einen Code. Nein, ach so, ich meinte Bohr Plus für Frauen. Ja, freies Testosteron erhöhen, SHBG senken. Wusstest du, dass Frauen mehr Testosteron als Östrogen haben? Nee. Die haben mehr Testosteron als Östrogen. Echt? Die haben nur einfach viel mehr Östrogen als wir. Und ein Viertel vom Testosteron. Aber die haben trotzdem, wenn du einfach Östrogen und Testosteron alleine anguckst, haben trotzdem mehr Testosteron. Was? Finde ich interessant, wissen die meisten Leute nicht. Die denken,
Das sind nicht. Aber in dem Blutbild ist das ja nicht der Fall. Oder wie kann man Doch, das? na klar. Na klar. Du musst das ja schon wenn du das nach absoluten Vorkommen misst, ne? Okay. Sind ja andere Einheiten. Ja, okay, Ja, wenn genau du es in das. der gleichen Einheit machen würdest, ja, klar. Okay, cool. Ja, Krass. ich habe sogar einen, der mich angeschrieben hat mit Bord Plus. Der meinte, das findet er super und er nimmt das, wenn er aufgeht. Ne? Ja, Ich habe ihn dann ich. zwar gefragt, warum er überhaupt aufgeht, aber da hat er jetzt noch nicht darauf geantwortet, oder ich habe es übersehen. Ja, weil ist ja immer so eine Frage mit dem Aufgehen auch, wenn du auf THT bist und jetzt 60 Jahre alt bist, warum gehst du dann auf? Also wofür? Ja, das ist ja so, wie wenn du jetzt ein Medikament verschrieben hast, sagen wir mal, gegen Bluthochdruck, warum nimmst du es dann raus und hast dann kurzzeitig wieder Bluthochdruck und nimmst es dann wieder rein? Also entweder brauchst du das Medikament oder brauchst es nicht irgendwie. So sehe ich das. Also, aber ja. Oder da habe ich ihn auch gefragt, oder willst du Kinder zeugen und machst HCG oder so, Hundi, kann man ja auch machen, so abwechseln. Ist eigentlich, das glaube ich, gar nicht so doof. So, wenn man auf THT ist, HCG und Test abwechseln, wenn man das zumindest verschrieben bekommt, dann ist das gar nicht verkehrt. Weil wenn man es nicht verschrieben bekommt, ist HCG, wäre, glaube ich, deutlich teurer. Ja, safe, safe. Krass. Aber da würde ich gerne mal ein bisschen einhaken. Und zwar hast du, glaube ich, sogar mal, also damals, als ich bei dir war, hast du mich ja komplett off gehen lassen. Hast du das damals mit Wollte es jedem? aber auch unbedingt auf. Weiß Wollte es aber ich unbedingt. weiß es Ja, nicht ja, mehr. ja. Ich weiß Du es nicht wolltest es mehr. unbedingt auf. Aber du Aber würdest jetzt es heute. kommt ja auch. Ja, Du du warst würdest. ja auch. Frag, sorry. Ja, okay, erzähl erst mal dein Punkt, dann frage ich. Bei dir war es ja auch so, du warst ja auch erst ein halbes Jahr nur auf Testo. Genau. Und du wolltest auf jeden Fall aufgehen. Und dann habe ich gesagt, wir machen das bestmögliche Protokoll Ja, das nach war auch. meinem Wissen. Und wir können es ja probieren, ne? Wenn es gut funktioniert, ne? Die 3, 4 Wochen, da wirst du jetzt nicht von sterben. Und hat ja super funktioniert. Wenn du jetzt nicht mehr angesprungen wärst, dann hätte ich gesagt, bevor wir da jetzt irgendwie weiter rumalbern, springen wir halt von selber an, ne? Ja. Aber, und ich weiß auch nicht, das weiß ich nicht mehr, aber wie sicher du dir da warst, überhaupt mit deinem ganzen Werdegang und so, Ja, weiß doch, ich da jetzt auch nicht mehr so genau. war ich war mir schon sicher. Ich weiß auch nicht Ja. mehr wegen mit dem Aufgehen und so, keine Ahnung. Aber du würdest trotzdem Ich jetzt weiß nicht, heute. vielleicht war doch dein Hämatokrit, war dein Hämatokrit vielleicht hoch auch oder Ich so. hab keine Ahnung. Also, ich erinnere mich daran, dass du auf jeden Fall, du wolltest unbedingt aufgehen. Und dann habe ich gesagt, dass wir das probieren können. Aber. Ja. Ich kann mich noch erinnern, das war so, da haben wir ja am Anfang mit den ganz hohen Wiederholungen gearbeitet, bevor wir aufgegangen sind und dann sind wir schwer wieder reingegangen. Aber es hat alles Ja. funktioniert. Es hat wirklich alles blendend Ja. funktioniert. Das war krass. Das Okay, cool. war Also meine Frage wäre schon gewesen, durchdacht. ob du das noch aktuell so machst mit einem Athleten, dass du die komplett aufnimmst. Also manche Leute wollen unbedingt aufgehen. Dann sage ich, okay. Aber es gibt Versuchst. auch, ich habe zum Beispiel jetzt einen gehabt, der hat Redmond 40. Der wollte halt unbedingt den blöden Zahn halt. Ich meine, wenn ich die nicht von arbeiten kann, dann mach's halt, ne? Ja. Und der macht das mal hier, mal da. Also der will am liebsten keine Ersatztherapie machen. Und dann kam er und sein Testo war, glaube ich, komische Range, die der da hatte. Die war irgendwie von 3 bis von irgendwie irgendwas zwischen 7 und 27 oder sowas. Komische Einheiten. Auf jeden Fall war es am Anfang. Wir haben es fast verzehnfacht in 2 Wochen. Und wir haben nichts genommen. Also wir haben das natural gemacht, ne? Also der hat natürlich auch schön genau das gegessen, was ich gesagt habe. Ja. Und Diendolimethan genommen. Und Fadoja Agrestis genommen. Und Tonkat Ali genommen. Das sagt mir alles gar nichts. Genau, das sind nämlich die einzigen Sachen, die was bringen und keiner kennt sie. Und Big Stone hat jetzt die Chance,
wenn Sie hier zuhören, das rauszubringen und wir machen richtig Schotter. Nee, aber es sind wirklich die einzigen Sachen, auch so rein studientechnisch und so, wo man sagen kann, oh ja, da ist was passiert. Ne? Und auch von Leuten, die das nehmen, was natürlich dann schwierig ist, das habe ich Ihnen vorher gesagt, wir bestellen das jetzt. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, ob in Europa die Quelle, die du jetzt kriegst, ob da drin ist, was draufsteht. Ja. Aber war der Fall. Ne? Also ich kann den auch, ihr könnt mir dann auch anschreiben, wenn ihr das machen wollt oder so. Ich kann den, fragt den dann nochmal genau, was seine Quellen da waren. Dann könnt ihr genau das Gleiche nehmen, weil ich meine, mit so Supplements, die relativ unbekannt sind, ist das halt oft so der Fall. Oder auch, ja, allgemein, da gibt es ja so ein paar Marken, wo du das denkst, ne? Ne? Ob das jetzt, oder manche sind ja auch gefälscht. Ne? Ja. Also so manche Online-Shops, da glaube ich, echt, die haben, die, da steht zwar dann irgendwie, was weiß ich, Labs, aber das ist dann eigentlich, da ist dann nur die Verpackung, die so Ja, aussieht, ne? ich muss auch sagen, bei Das ist Tutka bin schon, ich auch ja. meistens, also Tutka, ich weiß nicht, ob da jetzt drin ist, was draufsteht, ne? Weil, Da bin ich mir auch mal unsicher, ja. also hier in Deutschland ist es ja nicht zulässig, also ja, ist ein bisschen doof. Irgendwer in Deutschland hat mir jetzt gesagt, er hätte Utka verschrieben bekommen. Ja, das ist möglich. Utka, kriegst du. Ist ja auch nicht schlecht. Also, Ja. wenn du einen Arzt hast, der dir das gibt. Ja. Das stimmt. Ja, aber ganz ehrlich, NAC ist so gut, du brauchst keinen Tutka. Braucht keiner. Würdest du sagen? NAC ist die Bombe, Alter. NAC kann so viel. NAC ist so gut für dein Gehirn, für deine Stimmung, für deine Erinnerung, kognitive Funktion, natürlich Leber, Detox, das wird ja alles Glutation. Also NAC ist schon ziemlich Jesus, ne? Also wenn man jetzt, aber wenn man jetzt schon so ein bisschen depressiv ist, also wirklich, dass man ein leichtes Dopamindefizit hat, dann sollte man schon so 600 Milligramm dreimal am Tag nehmen. Das geht dann natürlich schon ein bisschen ins Portemonnaie. Aber für so Normalsterblichen, der braucht nicht so viel zu nehmen natürlich. Ja. Einer, der da keine Probleme mit hat. Aber das ist echt gut. Also auch so für Leute mit Neurodiversität, so ADHS oder sowas. Auch so habe ich jetzt auch ein Video, Fischöl ist da auch, also die EPA ist richtig wichtig. Ja. Und da kann ich auch nochmal Werbung für Big Soul machen, weil die haben ja die Triglyceridform. Ja. Und diese Ethylesterform, die andere Form, die ist nur halb so absorbierbar. Ne? Und bitte immer euren Fischöl direkt in den Kühlschrank stellen. Ja, Mann. Ganz. Man kann natürlich nur hoffen, dass das auch von dem Verkäufer im Kühlschrank gelagert wird. Ne? Weil wenn das schon rancid ankommt, dann bringt es auch nichts. Ja. Aber genau, das ist wichtig. Also EPA sollte, ich würde schon sagen, mindestens ein Gramm. Ich würde eher 2 am Tag nehmen, wenn ich da Benefits haben wollte in Sachen Kognition und so. EPA ist ja auch Und das Wichtige eigentlich, ne? DHA ist gar nicht so wichtig. ja, also die wichtigen Funktionen werden eher dem EPA zugeschrieben, wenn man sich die Studien anguckt. Also scheinbar wirkt das anti-neuroinflammativ. Also Neuronen so Nervenzellen. das Nerven, ja. Genau. Ja. Ja, ist auf jeden Fall, also NAC kann ich nur jedem sagen, schmeißt das täglich euch ein. Das ist Safe. Also ich habe das auch mit dem Hepa-Detox jeden Morgen drin. In der Prep hatte wie ich viel ist zwei in dem Hepa-Detox? Wie 600. ist denn ein, ja. Diese, Also. also deswegen schicke ich ihn zu Big Zone. Ja. Weil das ist, na wirklich, aber es ist ja wirklich eine der wenigen Firmen, die irgendwie auch, wo du dir denkst, ja, die Dosierung macht auch Sinn. Da steht dann nicht nur das Richtige drauf auf der Liste zu deiner Liste, sondern die richtige Menge. Bei vielen hast du ja auch so alle schöne Zutaten, aber es heißt viel zu wenig. So, ne? Das sehe ich ganz oft. Also, oder am geilsten finde ich dann immer irgendwie 10 Milligramm CoQ10 in irgendeinem Multivitamin. Ja, Ja, Alter, was soll das denn? das kannst So, halt. nur, aber nur so ein Zeug, wo du dann so davon nochmal irgendwie so 3 Milligramm und hier nochmal so 4. Du brauchst aber 100 oder 200. Ja. Ja, Freunde, dann. Ich finde das auch Also, so das ist dann. krass,
Bei Revive MD zum Beispiel, die benutzt bei Astragalus einfach wirklich nur Astragalus Wurzelpulver. Gut. Ja, also Ja, so ein es, Scheiß. Digga, das ist halt der größte Müll, ne? Ich will gar nicht wissen, Das was Astragalus, die. was ich, das Astragalus, was ich hier kriege, du musst ja gucken, wie viel Prozent Withanolides das hat. Ich weiß nicht, wie Ja. das ist auf Deutsch heißt, ob es da ein Wort für gibt. Und das KSM 66 hat 5% Ja, und ich habe eins, das hat jetzt redest 25%. du von Ashwagandha. Ja. Ja. Ja, Astragalus musst du nach den, wie heißt Genau. das, Polysacchariden-Prozent gucken. Ja. Ja, genau. Ja, Ja, aber das Ashwagandha, war, genau. hast du dann das Sensoril oder das, es gibt noch eine Form. Es gibt KSM66, Sensoril und irgendwas anderes noch. Ich glaube, das KSM 66 heißt nur so, weil das 5% Withanolides hat. Okay. Withanolides. Und das, was ich habe, hat 25%. Also Okay. fünfmal so viel. Da brauchst du eine Kapsel von. Die sind dann Ah, die fünf. Schoden heißt es, die andere Form. Also es gibt irgendwie drei Formen davon und wir haben jetzt auch in unserem CSA haben wir die Sensorilform, also auch nochmal besserer Wirkstoff bzw. bessere Bioverfügbarkeit. Was sagst du denn? Ich meine, da kannst du jetzt, aber was sagst du denn zu veganen Omegas? Bringt das irgendwas? Ich Also habe wirklich EPA, DHA, was verfügbar ist? Keine Ahnung, habe ich mich noch nie mit Ja, auseinandergesetzt. muss ich mal machen, weil ich habe nämlich gesehen, dass Big Sound auch Wir Veganes hat. haben Und da Veganer. frage ich mich immer, ob die Veganer da ihr Geld rausschmeißen oder ob das was Müsste man bringt. mal schauen, ja. Ja, müssen wir mal gucken. Natürlich sagen die meisten Veganer, klar, bringt das was, du kannst alles vegan kriegen, Ja. wenn du es willst, ne? Aber das ist ja auch mehr, ist auch viel Religion dabei. Ne? Ja, das Wobei, ich stimmt. verstehe mich nicht falsch, also ich finde es grundsätzlich gar nicht schlecht, nur oft ist das dann so scheinheilig, ne? Ich Weil finde, dann ja. würden da die Avocados abgeschlachtet, die also viel mehr Wasser verbrauchen als ein Bio-Schwein oder so. Oh, Und okay. die, ne, und dann bist du dann deiner Ökobilanz aber auch nicht so toll dabei. Vor allem, wenn du deine ganzen Sachen überhaupt nicht regional kaufst und dann vegan bist. Also ich meine, wenn du die ganze Zeit aus Brasilien alles frisst, Ja, Mann. ja, sorry, ey, da kannst du auch ein Schwein von nebenan vom Bauern, weiß ich nicht, da ist die Ökobilanz auf jeden Fall besser. Na, also kann natürlich dann immer noch dein Argument sein, dass du das Tierwohl dir am Ja. Herzen liegt, aber dann komm nicht mit irgendwelchen Emissionen und so. Nee, nee, Also nee. das ist dann, ne, Das da muss macht man dann dann keinen echt. Sinn. Aber ja, gibt ja auch so Leute, die dann komplett auf alles verzichten, ne? Auch so Ledersitze und alles. Ja, So, oh, ja. die Schuhe sind nicht vegan, weil da Nein, irgendwo. ich war mal vor Jahren auf einer Veganer-Demo. Mit einer Freundin. Und da kam jemand und hat, also die hat, wir hatten so Plakate, ich habe da einfach nur so zum Spaß mitgemacht. Und da kam einer und hat zu ihr gesagt, du trägst Vans und Vans haben echt Leder dran. Und dann dachte ich mir so, Digga, chill mal dein Leben. Aber er hatte recht. Er hatte ja an sich schon recht. Wir haben gegen Pelz demonstriert. Und dann kannst du halt keine Vans eigentlich tragen, ne? Weil das ist dann Ja, schon ein ja. bisschen Widerspruch in sich. Aber ich fand's Aber krass. finde ich, also ich weiß nicht ganz genau genug darüber, mit den Pelzen. Wenn die Tiere jetzt eh verarbeitet werden und du dann, ne, den Pelz Aber. nimmst, der ist kein Problem. Wenn du das Tier nur wegen dem Pelz killst und das am Aussterben ist, das ist was anderes, ne? Ja. Und es Da gibt muss man auch. dann Ich glaube, es gibt differenzieren. sogar Tiere, also das habe ich, wie gesagt, schon lange her, kann auch sein, dass es nicht stimmt, aber ich glaube, ein paar Tieren wurde oder wird auch der Pelz bei lebendigem Leibe abgezogen, die Haut oder so. Aber keine Ahnung, ob das jetzt stimmt. Also vielleicht habe ich das so gelesen, vielleicht war es aber auch nicht der Fall. Könnte aber gut Aber sein. das ist ja dann Malpractice und eigentlich nicht. Also das Ding an sich ist ja nicht das Problem, sondern wie es gemacht wird. Okay. Gut, ich denke, wir haben für heute genug gesabbelt. Ja, Entschuldigung. witzig, ja. Ich hoffe, die Ja, also Qualität wird jetzt trotzdem noch gut sein, weil ich habe vorhin geschaut, war nicht so geil.
Vielleicht habe ich es jetzt gerettet. Du hast mir den Tipp gegeben, dass wir jetzt nebeneinander sind. Mal gucken. Nächstes Mal hoffentlich wieder in besserer Qualität. Ich werde auch meine Video. Also, ich habe. Du kannst auch mit deiner Dingskamera streamen. Mit deiner, wenn du eine hast, zum Film. Nee, habe ich nicht. Okay. Ich Mein werde Handy. meine. Handy geht, glaube ich, auch, ja. Beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall meine richtige Cam aufbauen, nicht nur meine Webcam. Und dann gibt es richtig Full HD Stuff. Übrigens, mache ich vielleicht, also am Samstag nach dem Wettkampf entscheide ich dann, ob ich die Woche danach noch einen weiteren mache. Für Ja. einen Wettkampf kriege ich bezahlt. Okay. Und da der jetzt vor der Haustür ist, habe ich, also wenn ich dann keinen weiteren mache, lasse ich mir natürlich den bezahlen. Aber genau. Mal Mach, gucken. mach, wenn du schon in Form bist. Ja, wenn ich da jetzt aber voll abscheiße, kann ich auch zu Hause bleiben. Ja, wenn du jetzt nicht in unter die Top 10 kommst, dann natürlich. Dann. Ja, genau. Aber weißt du, wer da so kommt? Keine Ahnung. Okay. Ich weiß einen, der kommt. Wenn ich den nicht schlage, dann kann ich aufhören mit Bodybuilding. Ja. So, der einzige. Ja, also Damien Patrick wollte die eigentlich machen, macht es aber nicht. Bei vielen Leuten kommt immer was dazwischen. Denkst dann so, ah, ich kann die Show nicht machen, weil der und der die macht. Wenn du das jemals denkst, mach die Show. So oft kommen die Leute nicht, weil irgendwas dazwischen kommt. So viele Leute wollen XY-Show machen, weil, ah, Ja, nee. ist so. Ist so. Aber selbst wenn jemand kommt, du weißt trotzdem nicht, wie die Person auf der Bühne neben dir ausschaut. Ja, also das ist oft echt sehr ernüchternd, weil meistens sehen die alle viel besser aus online. Ja. Also ich habe noch nie einen, ich habe fast noch nie einen gesehen, wo ich mir dann dachte, in echten Leben, boah, der ist ja krass. So, wenn ich den vorher auf Instagram gesehen habe, dann war es eigentlich immer genau andersrum. Das ist ja gar nicht so krass. Digga, alle Leute, die, mit denen ich auf der Bühne stand, jetzt diese Wettkämpfe über, die sehen auf Instagram einfach 20 Mal brutaler aus, als ich neben den stand. Und ich denke Bei mir so mir oft, sagt die ganze Welt immer andersrum. dass du Bei in mir echt, sagen immer alle das andersrum. ja, Besser aussehen. würde ich auch safe so, und bei mir ist es Was genauso. auch geil ist, ist, ich habe jetzt ungefragt Komplimente gekriegt im Gold Gym, aber von den Leuten, die halt Ahnung haben, so, ne? Ja. Also von Pedro Baron und von Rico und von Silvio Samuel. Digga, die Die kenne ich kommen alle dann gar einfach. nicht. Also Pedro Baron war Pro, Rico war Flex Wheelers Trainingpartner. Okay. Vieh gewesen. Also Erste. nur so die Golds-Legenden kommen an, Rick Valente, und sagen, geben mir Komplimente und sagen, oh, sieht richtig gut aus, und fragen dann, wie alt bist du denn? Du hast so eine Muskelqualität. Ich ja, bin 30. Digga, Ja, du bist schon das ist 30. nice. Boah. 30. Ich sehe aus wie 12 immer noch, also läuft. Also du bist nicht gealtert. Wenn ich gucke, wie ich gealtert bin im letzten Jahr, boah. Naja, kann man nichts machen. Aber es ist Du holst mal krass. auf, optisch holst du mich ein. Ja, safe. Safe. Ja, Aber. Gott sei Dank, ich will nicht alt aussehen, ich sehe lieber für immer jung aus. Lieber zu jung als zu alt. Das wandelt sich irgendwann, ne? Die meisten Mit Leute wollen. Ja, ja. wollen immer älter aussehen, wenn sie jung sind. Laufen alle mit den Weihnachtsmannbärten rum. Und dann, Ja. dann nehmen sie die irgendwann ab und wünschten sich, weißt du, dann sahen sie nie jung aus. Ja. Wenn du das sagst. Ist so. Ist so. Nee, also Nice, ey, und jetzt. ich würde auch gern wieder ein bisschen frischer aussehen, aber kann man nichts machen. Ich habe mir jetzt mal das Posing von 2018 vom Urs wieder angeguckt. Es sind ja nur 4 Jahre. Es sind nur 4 Jahre. Junge, der Ist sieht noch aus vier, 10 Jahre älter. ja, Der sieht 10 Jahre älter aus. der ist richtig gealtert, ja. Ist der vor 4 Jahren Profi geworden? Nee, das war bei der GmbF. Ah, mh. Natural. Ist vor 3 Jahren Profi geworden, Ey, 2019. ich hatte heute tatsächlich sogar noch Themen über Netties und so, aber das können wir beim nächsten Podcast besprechen.
So ein paar Sachen. Können wir auch mal wieder auf Urs eingehen? Ein bisschen darüber reden, wie der sich bei dir entwickelt hat, als du ihn auf die böse Seite gebracht hast. Das würde mich mal interessieren. Und sonst, wir haben gerade aktuell so ein bisschen. Kennst du den Yannis Carra? Der hat ja jetzt Habe ich schon gesagt, von gehört. ja, der ist jetzt anscheinend auf Stoff. Der Patrick Teutsch macht jetzt, will die Dennis James mitmachen. Und der sieht ja richtig brutal aus für einen Netty. Also laut ihm ist er ja Netty. Mir ist das prinzipiell egal, aber da können wir auf jeden Fall auch mal drüber schnacken. Und ein bisschen die Netties Ja, bashen. wenn er aber jetzt zum 4. Jahr in Folge oder so mit dem gleichen Gewicht auf der Bühne steht, Ja. also dann kann er auf jeden Fall nicht viel stoffen. Nur in der Prep vielleicht so ein bisschen oder so, weil, Ja. also ich, Aber dafür auch. trainiert er doch zu gut und ist doch Das. eigentlich Ja. auch zu gut veranlagt wahrscheinlich, dass er dann da, Aber ich also viel weiß kann er ja nicht, nicht ich machen. weiß nicht, wie groß er ist. Ich glaube 1,78 und der bringt gerade 90 Kilo mit Streifen im Arsch. Das ist schon hart. Ja, das ist schon nah an mir dran, ne? Ja. Also letztes Jahr hatte ich so 91 bei 1,78. Ja, also Und ist. hab ich ja auch ein paar Profis geschlagen. Überleg dir das mal. Ja. Aber ich finde meine Linie viel schöner als seine. Muss ich sagen. Vielleicht wird das für Classic nicht so, weil der ist eigentlich, der sieht natürlich brutal aus, aber ist nicht so richtig Classic. Ich weiß nicht, ob er Klasse, also welche Klasse er macht, weiß ich nicht. Meinst du, der macht doch offene Klasse? Ja, wenn, dann müsste er ja Männer 3 machen. Da könnte der schon gut abreißen. Meinst du? Ich weiß nicht. Wer sich so daneben stellt, weiß ich nicht. Da muss er schon, vielleicht sieht er viel plastischer aus. Er sieht schon sehr Aber plastisch aus, deswegen. da kommen dann so 1,70 Männer mit dem gleichen Gewicht. Ja, das Also, stimmt. das kann nicht. Also, wenn er da gewinnt, dann muss die Gegner eigentlich nicht gut sein. Sehen wir. Also, ey, nix geht. Also, ich finde es überkrass und ich würde nicht mal die Hälfte sein von ihm, wenn ich natural da machen würde, was Ja. er macht. Aber Ja, man muss schon ich sehe das realistisch jetzt sehen. einfach. Du hast schon recht, wenn da so Bewerte das ein. jetzt einfach Ja, realistisch wenn so. da jetzt ein 1,70-Typ kommt, natürlich, dann ist Feierabend. Ja, wenn der die 90 Kilo voll macht. Das sieht natürlich ganz anders aus. Stell dir vor, da kommt ein Sean Clarida. Ja, tschüss. Ja, das sowieso. Ja, der wiegt ja nur 85, 84. Krank. Das ist so krank, wie man. Alter. Einfach nur Der brutal. ist Hast aber du schon. so klein will man nicht sein. Ich habe den schon gesehen in echt. Der Ja. Typ ist so klein. Der Nicolas Bouillon, den kennst du wahrscheinlich auch, ne? Vuluit. Ja, Vuluit. genau. Der ist ja auch so Nee, extrem klein. Vuljud. So heißt er. Vuljud. Ja. Ja. Das sah in manchen Videos, als der trainiert hat, So Digga, kurze Beine. und so kurze Arme. Ja, Das T-Rex. ist, ja, genau das wollte ich gerade sagen. Der sah aus wie ein T-Rex. Krank, krank. Der hat ja auch aufgehört mit Bodybuilding. Dieser Paul H. war auch so ein bisschen T-Rexig. Und sein Bruder auch. Übelst langer Oberkörper, ganz kurze Arme. Die können wir schlecht Bank drücken, wie Sau. Ja, safe. Safe. Gut, dann, liebe Leute, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Könnt ein Like da lassen, Kanal abonnieren. Und falls ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Wir bedanken uns und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.